Ja, Freunde, wir haben ein Problem. Es geht um die Familie, um die Freundschaft. Und zwar mein bester Kumpel, der David, hallo an dieser Stelle, der wollte unbedingt einen Q5 als Plug-in-Hybriden. Und dann hat er mich gefragt, ob er das machen kann. Und dann habe ich gesagt, frag doch mal beim Händler. Dann hat er da angerufen und gesagt, könnte ich einen haben? Dann haben die gesagt, ja klar, David, in 11 Monaten bekommst du den und auch dann bekommst du die volle Förderung. Und dann hat er gesagt, ja, das will ich nicht. Und ich habe gesagt, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil da gibt es noch in diesem Jahr ein neues Modell. Ja, und dieses Auto hier ist für die Ingolstädter, wo wir übrigens gerade auch in einem Studio sind. Die haben sich richtig Mühe gegeben, trotz Corona-Zeiten hier alles abgehangen. Eine echte Cashcow, ein Erfolgsmodell. Warum? Der hat sich seit seiner Markteinführung 2008 1,6 Millionen Mal verkauft. Am Anfang wurde er hier in Deutschland gebaut, inzwischen wird er in Mexiko gebaut seit 2016, was die Vorgängergeneration war. Und jetzt folgend der Arrhythmie im Automobilbereich gibt es halt eben ein neues Modell. Ja, ihr seid gelandet bei www, dem Autotester, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind in der Welt unterwegs für euch, um euch die neuen Modelle vorzustellen. Hier ist eins meiner Lieblingskompakt-SUVs. Ihr findet uns wie gewohnt auf unserem Online-Magazin. Und ja, ich habe erstmal den Ashley dabei. Hallöchen. Hallo. Geben dürfen wir uns nicht wegen Corona. Du bist im Exterior Design Team vom neuen Q5 und kannst uns hoffentlich wahrscheinlich alles zu diesem Auto erzählen. Ja, wollen wir mal vielleicht ein bisschen drumherum gehen und du kannst mir vielleicht einfach erzählen, was ihr euch gedacht habt, was Neues, was spezifisch ist jetzt hier, Black Paket, was die S-Line ausmacht und was ein RS-Modell ausmachen könnte, falls es eins gibt. Ja, okay, so as you see here, this Auto is in der S-Line Ausführung. Der große Unterschied hier on the front in der Mitte ist der Änderung zu unserer Ikone der Single Frame. So wir haben jetzt ein achtseitiger orthogonales Grill. Vorher war es hier an der Motorhaube dran gebunden. Wir haben das jetzt befreit und es steht da, ist genauso ein Element für sich allein, wie in den Q3 oder in der Q8. Hier ist auch wegen S-Line diese Wabenstruktur zu sehen. In der Normalpaket, nicht in der Schwarzpaket, haben wir dann hier überall so Chrome-Details und dann das ganze Grill ist auch. Heißt, hier ist jetzt das Schwarzpaket drauf. Genau. Das kostet extra. Serienmäßig kommt wahrscheinlich ein Chrompaket, also kommt da mit Chrom-Umrandung. Was ist noch neu vorne? Dann das nächste wäre dann die Scheinwerfer. Hier sieht man die Matrix-Scheinwerfer mit den schönen, langen, schlanken Tagfällig-Grafik. Das zusammen mit der Grill ist, macht alles ein bisschen fokussierter. Wenn man an die jetzigen Q5 denkt, es hat so eine offene Tagfällig-Signatur, es sah ein bisschen so freundlich aus und das haben wir jetzt, wie gesagt, fokussierter gemacht. Also, ich fasse mal zusammen, er hat neue Leuchten, er hat einen Grill, der flacher und breiter ist. Hat er neuen Stoßfänger unten, die Boomerang-Elemente sind wahrscheinlich auch neu. Eigentlich ist das ganze Stoßfänger ist neu. Komplett. Ist komplett neu. Ja. Bis zu der Blech ist alles neu gemacht worden. Der Stoßfänger an sich ist das gleiche zwischen die Lines. So Advanced Line oder der Basis oder der S-Line ist das gleiche. Wir unterscheiden dann mit die Grill-Einsätze, so Single Frame oder in die Ecken da die Lufteinlässe. Okay. Die Plattform, muss ich sagen, ist dieselbe wie beim Vorgänger. Weißt du, was sich bei der Größe verändert hat? Ist er gewachsen? Es ist ein bisschen gewachsen. Es ist 19 mm
in der Länge gewachsen, aber breiter und höher bleibt. So hast du die Maße? Es ist in der Breite ist es 1,89 Meter. Ja. 1,66 Meter hoch, glaube ich. Ich bin Engländer, ich bin nicht so gut mit Zahlen wie die Deutschen, muss ich zugeben. Und ja, und dann 4,68 Meter in der Länge. Ich glaube, das haben wir richtig hinbekommen. Ja, wollen wir vielleicht mal ins Profil gehen und du könntest uns erzählen, was dann neu ist. Vielleicht erstmal großes Thema Felgen. Was habt ihr da für Größen im Angebot? Wir haben eine Reihe von 17 bis 21 Zoll. So ist das sind eine Menge Felgen, wo das ist sicherlich irgendwas für jede dabei. Mhm. Das ist unsere optionale 21 Zoll Audi Sport Felge mit diesen schönen Einsätzen hier. Mhm. Ich finde, es ist eigentlich ein sehr gelungenes Raddesign, weil du hast diese Sportlichkeit, aber auch der Robustheit, das man von den Kuhfahrzeugen erwarten würde. S-Line steht drauf. Mhm. Was ist noch neu jetzt hier? Die Farbe ist bestimmt eine neue, ne? Da habt ihr zwei neue. Die Farbe ist District Grün, das ist neu. Wir haben auch Ultra Blau, für die Leute, die kein Grün mag. Mhm. Und ja, die Seiten ist weitgehend so geblieben, wie es war. Schulterlinie ist geblieben. Was wir dazu geholt haben, ist jetzt in der Schwelle. Wir haben jetzt dieses Element da reingesetzt. Okay. Wie man sieht, es ist so leicht positiv gebogen. Ja. Und das hat den Effekt, dass es unterstützt diese Linie hier oben. Okay. Und macht alles ein bisschen sportlicher, ein bisschen leichter. Die Kanten sind auch ein bisschen anders, oder? Das ist genauso wie vorher. Ja. Okay. Und dann haben wir wieder Schwarzpaket, heißt wir haben eine schwarze und dunkle Fensterumrandung. Ja, ganz genau. Wir haben dunkle Dachreling, ist wahrscheinlich dann auch optional. Mhm. Panoramadach, kann man die Scheiben hinten auch abdunkeln, wenn man will, wenn man dass er noch böser wird? Bestimmt, ja. Ja, ist wie gewohnt, so die normalen Sachen, dass man bei Audi bestellen kann. Okay, jetzt haben wir eine Sache natürlich vergessen, du hast erzählt, du bist eigentlich Leuchtendesigner. serienmäßig LEDs, ne? Ja. Optional die Matrix-LED-Leuchten, so wie sie hier drauf ist. Vielleicht erzählst du einfach dazu nochmal was, weil ich finde immer, Licht ist ein mega wichtiges Thema. Ihr macht auch gutes Licht. Lustigerweise. So wie gesagt, das ist unsere Matrix-Scheinwerfer, das ist die Option. Ja. Das Auto kommt mit der normalen Scheinwerfer, sage ich so. Das hat hier die Elemente nicht. Es ist ein bisschen kürzer in der Tagfahrlicht. Ja. Und es hat vielleicht eine andere Farbe. Wir haben natürlich in der High-Variante hier auch die Animation, das man immer erwartet von uns. So coming home, leaving home, wenn man aufschließt, wenn man das blinkt. Mache ich den Leuten dann drüber als Schnittbild, dass sie das sehen. Im Profil haben wir wahrscheinlich alles besprochen, oder? Was jetzt neue Optik angeht. Ja, ich würde sagen, das ist alles geklärt. Aber ich glaube so, für meinen Eindruck hat sich optisch, du bist der Profi, aber am Heck am meisten getan. Ja. Weil man sieht ja erstmal hier neue Leuchten. Aber ich will dir eigentlich gar nicht deinen Job jetzt wegnehmen. Ich mache das oft genug. Vielleicht erklärst du einfach mal, was ihr alles neu gemacht habt und was ihr euch gedacht habt. Ja, ich fange dann mit den Leuchten an, weil du hast schon davon gesprochen. Wir haben zum ersten Mal in diesem Segment auf der ganzen Welt ein OLED-Heckleuchte geschafft. Digitale OLED. Audi Digital OLED. Ja. Und es heißt digital, weil wir können dann elektronisch steuern, was mit dieser Leuchte passiert. Normalerweise in unserer Arbeit oder in meiner Arbeit, man erstellt eine Leuchte und dann es wird entwickelt, es kommt auf das Auto und es bleibt so, wie es ist. Es ändert sich nie wieder. Mit dieser Leuchte durch die OLED-Einsätze, wir können dann in der Konfigurator die Leute eine von drei Signaturen anbieten. Drei Stück? Ja. Okay. Das heißt, wenn du den Konfigurator aufmachst und du sagst, die Leuchte gefällt mir nicht so ganz, ich möchte dann eine andere Signatur haben, dann kann man das personalisieren. Dann haben wir auch die aktive Funktion, zum Beispiel, wenn man auf S schaltet, so in Dynamic-Modus. Dann wird die Signatur dann nochmal geändert in ein S-spezifisches Modus. Cool heißt, das heißt, der hinter mir fährt, sieht, ob ich gerade eher so einen aggressiven Fahrstil habe oder komfortabel unterwegs bin. Ja, muss man aufpassen beim Ampel Grand Prix, dass sie nicht genau auf die Leuchten gucken, weil dann wissen sie, dann gibt schon Gas. Okay. Und wenn ich von Ampel spreche, dann wir haben auch eine Annäherungsfunktion. Und das heißt, dass wenn das Auto steht und ein anderer Verkehrsteilnehmer, so egal ob
Fahrzeug oder Fahrradfahrer, Hund, tieffliegende Flugzeug, egal was du, wenn es in Rollator oder so, mhm. wenn es innerhalb 2 Meter von das Auto kommt, dann schaltet alle Segmenten in die OLED auf volle Stärke. Nur als ein kleiner, hey, schau mal, wo du hinfährst, ich cool. stehe hier. So. Habe ich mir immer gewünscht, weißt du, so ein Schild, was ich raushalten kann, bitte fahr nicht so nah auf mein teures deutsches Auto. Ja. Okay, also Lichter, da mache ich dann, glaube ich, einfach auch ein paar Schnittbilder drüber, weil das können wir jetzt schwer zeigen. Gibt mhm. wahrscheinlich auch wieder eine Coming-Home-Leaving-Home-Funktion. Genau, für jede Signatur gibt es eine eigene Coming-Home-Leaving-Home-Animation ja. Auch. Und natürlich auch dann dynamische Blinker. Die das ist eine Weltneuheit, ne? Das gab es vorher nicht, absolut, digitale ja. OLEDs, ne? Nee. Cool. Und wir sind wirklich die Einzigen, die mit dieser Segmentierung aktiv arbeiten, um was anzubieten. Was ist noch neu? Ihr habt kein durchgängiges Lichtband, dafür habt ihr hier, ja. hier dieses Schwarzelement, ist auch neu, ne? Schwarzelement hier, Chrome-Element in andere Fahrzeuge. Ja. Es erinnert ein bisschen an A-Arc zum Beispiel, das hat auch diese durchgezogene Linie da. S-Line ja. heißt wahrscheinlich hier auch einen anderen Heckspoiler obendrauf. Mhm. Ja, es sind diverse Elemente auch unten, wie oben ist es S-spezifisch, so man sieht hier den Diffuser da unten. Scheibe hinten können wir wahrscheinlich auch wieder abdunkeln dann. Ja. Ja, sprechen wir mal über unten, das war ja jetzt ein großes Thema. Also erstmal sehe ich hier einen Diffusor, was Schönes. Mhm. Und dann haben wir 2 Töpfe, ne? Auf beiden Seiten, die sind jetzt geschlossen, das sind sogenannte Fake-Blenden, aber okay, ich finde die sehr schön. Das ist auch neu wahrscheinlich, der ganze Stoßfänger unten. Es ist alles, ab diese Linie hier ja. ist dann neu. Ja. So, das heißt, diese Diffuser, der Element hier, die Blenden, auch auf die Seite sieht man hier diese Luftauslässe. Ah, ja, okay. Die haben wir gemacht, um hier eine Verbindung zu schaffen mit den Elementen, die schon am Auto vorhanden waren, okay. damit alles zusammenhängt. Jetzt ist natürlich eine große Frage, also hier S-Line drauf, mhm. Blackpack drauf, den ja. könnte man ein bisschen ziviler machen dann mit dem Silberpaket ja. wahrscheinlich. Jetzt interessiert die Leute natürlich, da verrate ich schon mal ein bisschen was, es wird eine SQ5-Variante geben. Ich habe dieses Auto geliebt, war das erste Auto, mhm. glaube ich, wo ich gedacht habe, interessant, wie dynamisch ein SUV unterwegs sein kann. Der war ja auch sehr früh dran. Was wird jetzt beim S-Modell anders aussehen? Ich würde sagen, die gewöhnliche S-Upgrades. Ja. So, das heißt, der Grill wird etwas anders aussehen. Wir haben die Option, die silberne Seitenspiegel zu haben. Mhm. Hinten der große Unterschied ist, dass wir würden dann ein 4-Rohr-Gestaltung haben. Dann in echt, ja. Darfst du nicht sagen, ich weiß schon. Okay, aber das waren wahrscheinlich die Änderungen. Das Einzige, was fehlt noch, ist, das ist natürlich der Option, Herr Kleuchter. Ja. Es gibt auch ein Basis okay. oder normale Herr Kleuchter, das auch in LED ist. Mhm. In der ersten Option, das kommt mit Animation auch. So, egal ob OLED oder LED, man kriegt eine Animation, aber ist nicht so schön wie. Aber hier deine Babys sind quasi optional. Ja. Jetzt müssen wir noch kurz so ein bisschen das Design zerstören vom Auto, weil wir die Kofferraumklappe aufmachen, aber das ist halt wichtig hier, mhm. wenn ich es im Studio vorstelle. Jetzt mache ich mal hier die Jalousie weg. Weißt du noch, wie viel Liter der Kofferraum hat? 550 Liter. Bis 1550 ja, genau. Liter, ne? Ja. Ja, und da haben wir hier Audi typisch, wie wir das kennen. Ich zeig das mal kurz, weil du bist ja Designer. Du sollst ich weiß nicht, wie das geht. Mit diesen Sachen hier beschäftigen. Was ist das? Hier ist das Reserverad normalerweise drin. Da oben sieht man auch die Luftfederung. Das heißt, man kann das Auto hier hoch oder runter fahren. Ja, und dann könnte man natürlich noch die Rückbank umklappen. Ne? Soweit eigentlich alles relativ gewohnt. Mhm. Ich würde dir jetzt gerne die Hand geben, aber machen wir so wie beim Fußball. So, auch wenn ja. du Engländer bist, verabschiede ich mich von dir. Und Dankeschön, toller Dank. So, und das ist jetzt wirklich krass, weil ihr habt jetzt gesehen, was passiert. Das waren 2 Dinge. Erstmal hat jemand mit magischer Hand umgeschalten in den S-Modus. Die Leuchtelemente sind runtergewandert. Und jetzt seht ihr schon was anderes, was Beeindruckendes. Ich habe ja gesagt, der Designer ist jetzt weg. Hat er ganz gut gemacht. Ich habe mir immer so ein Schild gewünscht, wenn jemand zu nah auffährt hinten, dass man sagt, halt, stopp. Und jetzt passiert das. Ich näher mich dem Auto, wird wahrscheinlich zu nah auffahren und jetzt blinkt das hier und damit signalisiere ich quasi dem hinter mir, hey, pass mal auf, fahr ein Stück weg. Schon ziemlich cool, das wäre mir so eine Option wahrscheinlich wert. Aber was wir jetzt noch zeigen wollen, ist die Coming-Home-Leaving-Home-Funktion.
Eieiei, das war jetzt die Coming Home, Leaving Home Funktion. Das war, glaube ich, Leaving Home. So ging es aus. Und jetzt müssen wir das nochmal anmachen, weil wir so natürlich sehen, wenn wir von der Arbeit kommen, auf dem Parkplatz wartet unser Q5. Da begrüßt er uns, teilweise netter als mein Hund damals oder meine. Ich sag's nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Aber es gibt ja verschiedene Gefühlszustände. Ich habe mich schon zum zweiten Mal verabschiedet. Wir haben hier eine andere Inszenierung im Dynamic-Modus wie im normalen Modus, wenn es ausgeht. Und wenn wir es jetzt wieder anmachen würden, wäre das dann auch eine andere Grafik. Das ist schon irgendwie echt krass. Ja, sind wir mal ehrlich, eigentlich waren wir alle mal in dem Alter, wo wir lieber flache Autos gefahren hätten, aber dann sind wir mal hochgesessen, das war irgendwie angenehm, wir werden älter, der Rücken tut weh, dies, das. Ja, und deswegen gehört es zu meinem Job dazu, euch die Rückbank zu zeigen. Und jetzt ist der Q5 schon oft für viele in Erwägung gezogen worden, weil man die Rückbank verstellen kann. Das können nicht alle Autos im VW-Konzern in der Größe, der hier kann es. Man kann die Rückbank nach vorne und nach hinten schieben und sie in der Neigung verstellen. Und ja, das zeige ich euch mal jetzt einfach. So, jetzt schaut mal, ich schiebe die Rückbank einmal nach vorne. So geht sie jetzt ganz nach vorne. Und jetzt kann ich euch zeigen hier an diesem Hebel, dass man sie ganz flexibel nach vorne oder nach hinten verstellen kann. Der nächste Punkt ist natürlich jetzt, wie viel Platz hat der Mensch hier hinten drin? Ich fahre hier wieder zurück. Das funktioniert also ganz einfach. Rutsch jetzt einmal durch, sitze jetzt hier drin, kann die Kopfstütze nach oben fahren. Und obwohl hier das Glasdach drin ist, habe ich ja noch zwei Hände frei bis zum Himmel. Glasdach ist cool, man sieht einfach schön raus. Ich habe hinten viel Platz für die Schultern. Und auch jetzt, wenn ich hier sitze, kann ich natürlich die Lehne verstellen in der Neigung. Die rastet auch dreistufig dann ein, wenn ich das will. Sehr gut, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie so eine Lehne, die zu steil steht. Oder ja, vielleicht wollen manche auch steil. Und jetzt kann man hier ganz nach vorne fahren, was halt sehr flexibel ist. Fährt man ganz nach vorne, hat man mehr Kofferraumvolumen und andersrum eben mehr Platz hier hinten. Ich zeige euch das jetzt nochmal einfach hier. Zweistufig dann möglich, so funktioniert das jetzt, der erste Schritt. Ja, und dann haben wir hier eben noch eine Armauflage mit einem Cupholder drin, können wir hochklappen. Ich fahre nochmal die Rückbank nach hinten. Haben hier zwei USB-Stecker drin, kleines digitales Element. Ja, und hier neu so Touchlichter, und da hat es der Q5 trotz alter Plattform natürlich auch ein bisschen in die Moderne geschafft. Wir haben hier Okapi Braun, glaube ich. In der Tür haben wir ein Birkezieher-Element. Natürlich ist auch ein bisschen Plastik hier drin. Das ist im Segment aber normal. Bang & Olufsen Anlage ist im Segment ehrlicherweise nicht so normal. Platzverhältnisse sind aber wie beim Vorgänger. Wer uns zum Interior vorne allerdings alles und ganz bestimmt alles erzählen kann, das ist die Michaela. Die hole ich jetzt dazu und wir beide springen dann vor. So, jetzt sind wir im Innenraum. Ich habe euch die Michaela angekündigt, die darf nicht rein. Audi nimmt das sehr ernst mit den Corona-Bestimmungen, finde ich auch sehr gut, ehrlich. Der Nachteil dran ist jetzt, beziehungsweise der Vorteil, das wissen wir nicht, weil wir die Michaela noch nicht kennen, dass ich euch jetzt den Innenraum hier erklären darf. Und eine Sache gibt's, die macht mich ein bisschen traurig, aber naja, viele freut das und wahrscheinlich müssen Autos so in die Moderne kommen. Der Drehrücksteller hier ist weg. Das passiert bei allen Modellen, nicht nur bei Audi. Man setzt komplett auf Touch. Ich habe das immer sehr gut bedienen können bei der Fahrt, aber hilft ja nichts, ist weg. Dafür haben wir jetzt hier vorne Platz bekommen für so ein Fach. Wir haben hier auch eine Klavierlackoptik jetzt um den Gangwahlhebel, der sehr modern aussieht. Hier haben wir ein kleines Fach. Wir haben zum Glück noch einen Drehregler für lauter, leiser, was ich sehr wichtig finde. Start-Stopp-Knopf ist hier. Ja, da vorne ein USB-Stecker, da unten nochmal ein kleines beleuchtetes Fach. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist hier. Und hier unten, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hat man ein Fach für ein Handy. Das ist jetzt hier ganz interessant, weil eine induktive Ladebuchse, USB-C-Stecker oder wahlweise mehr Platz oder einen Cupholder. Ja, das sieht man dann hier, dass das Handy lädt, schon sehr praktisch. Und wenn man jetzt drüber spricht, auf was für Sitzen wir sitzen, ist es schön, weil die Sitze sind bequem, geben guten Seitenhalt. Ich kann euch nicht sagen, was es für Sitze sind. Ich kann euch sagen, dass es ein braunes Leder ist. Ich weiß auch nicht, was sie kosten, aber sie haben
eine tolle Steppung, eine tolle Ziernaht. Und was halt Audi ausmacht, ist halt einfach Materialverarbeitung, Qualität in der Klasse, ist halt wirklich top. Das werden Sie gern hören, die Ingolstädter, aber man soll ja die Wahrheit sagen. Ne? Ja, und dann haben wir hier unten eben den Drive Select Schalter. Sieht man dann hier, das interessiert euch wahrscheinlich, wie beim alten Modell Offroad Allroad Efficiency Comfort Auto Dynamic Individual. Und da seht ihr jetzt, was man machen kann. Antrieb, Fahrwerk, Lenkung könnt ihr von effizient oder komfortabel hin zu sportlich einstellen. Ja, wir können diesen Screen hier ganz ausmachen. Hier seht ihr übrigens auch dran, dass wir hier die Luftfederung haben. Da können wir das Auto also absenken oder anheben. Im Gelände würden wir es anheben. Zum Beladen würden wir es absenken dann ganz gut. Eine Bergabfahrhilfe haben wir hier. Parkpiepser haben wir hier. Hier seht ihr dann auch die Rückfahrkamera. Können wir dann Parkpiepser aus- und anmachen. Ganz gut. Hier machen wir die Stabis aus. Ja, und dann ist natürlich hier dieses Element für die Klima. Das heißt, wir haben hier eine Sitzkühlung sogar drin. Oha, guckt mal da. Für die Sitzheizung, Drehrückregler hier nochmal. Könnt das dann hier an, ausmachen. Ganz spannend. Umluft ist hier. Klima, finde ich gut, dass es da noch Knöpfe gibt, ehrlicherweise. Jetzt haben wir leider kein S-Lenkrad. Also irgendwie unten abgeflacht, finde ich immer ganz schön. Das ist ein rundes Lenkrad. Aber das liegt sehr gut in der Hand, nicht zu dick, nicht zu dünn. Und da vorne ist jetzt, ich zeige euch übrigens mal noch schnell, wie man hier das Lenkrad verstellen kann. Geht hier elektrisch, ist bei Audi eine Option, ganz bestimmt in der Klasse, aber sehr gut. Man hat also schnell eine Sitzposition gefunden. Und dann haben wir hier eben die Tuben, beziehungsweise in dem Fall sind das eckige Elemente. Rechts haben wir den Tacho, auf der linken Seite haben wir eine Drehzahl oder meine Lieblingseinstellung, die Navikarte groß, weil da verfährt man sich schon nicht. Da bräuchte ich hier oben ehrlicherweise gar kein Head-Up-Display. Ich spiele es jetzt hier mal durch, kann man dann irgendwie die Verkehrszeichenerkennung reinmachen, die Fahrassistenz. Wir können hier die Assistenten uns anzeigen lassen, das Telefon, Apple CarPlay, Android Auto. Das ist schon ganz gut. Aber was ihr mich dann natürlich fragt, ist, Jan, wir wissen, Bang & Olufsen Anlage, 12,3 Zoll großes digitales Cockpit da drin, Quattro, Birke hier, das haben wir jetzt alles gecheckt. Aber was ist denn die Hauptinnovation bei dem Auto? Und ich würde sagen, im Innenraum ganz bestimmt der MIB 3, also der modulare Infotainment Baukasten 3. Hier ist er jetzt 10,1 Zoll groß. Das Display ist draufgesetzt, wohnt hier oben drauf, nicht integriert, stört mich überhaupt nicht. Ich finde es schön im Sichtfeld. Und jetzt seht ihr schon, hier haben wir eine neue Anzeige. Das ist also hier so nochmal eine Ebene, die wir hier reinbekommen, die wir dann irgendwie auch frei konfigurieren können. Können wir das Ding reinziehen, rausziehen, das einfach verstellen, fertig und haben hier dann nochmal eine größere Übersicht. Und wie gewohnt bei Audi hier Radio, Medien, können wir auch die Kacheln wieder verstellen. Gibt jetzt so ein Klicken hier. Das kennt er doch eigentlich alles. Ne? Das ist sehr intuitiv. Radio, ich spiele es jetzt trotzdem mal durch. Hier geht es dann immer wieder zurück. Hier macht man das leiser. Die Medien haben wir hier. Da kommen dann die Quellen rein. Telefon, Navigation kennt er soweit auch. Apple CarPlay, Android Auto kennt er auch. Wir haben hier die Apps drin. Das heißt, wir haben hier auch so einen App Store dann wahrscheinlich. Und zum Fahrzeug hier habe ich euch gezeigt. Drive Select Schalter sieht man nochmal hier. Kommt man dann hier immer wieder zurück. Praktisch. Fahrzeuganzeige haben wir hier drin. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Neigungsanzeige fürs Gelände. Ganz nett, Effizienzassistent, dann um wirklich mit den prädiktiven Hinweisen zu arbeiten. Wir haben was zum Sitzen, Klima, Licht hier drin, auch ein großes Thema, Ambiente, Beleuchtung, kann man die Helligkeit oder eben die Farben von Impuls zu Maritim oder Kontur hin verstellen. Ja, und dann Fahrassistenten ist natürlich ein großes Thema. Jetzt könnt ihr euch die alle aufzählen, aber hier sind sie ja, dann kann ich es euch also zeigen. Tempowarnung, Ampelinformationen, Ingolstadt sollen die Ampeln irgendwie digitalisiert sein. Audi Adaptive Cruise Control, Abstandswarnung, Stauassistent, alles hier drin, was man braucht. Und Favoriten haben wir hier dann auch nochmal, was wir dann quasi frei belegen können. Telefon haben wir hier und hier dann eben wieder die Navikarte. MIB3 ist online, mit Online-Verkauf. Verkehrsdaten, mit Apps, mit News, updatebar, over the air, das ist schon ganz gut. Ja, jetzt haben wir hier oben dann ein Glasdach, schaut mal, das kann man dann bis zur Hälfte auffahren, so sieht es dann aus, hat man also ein kleines SUV-Cabrio, braucht man gar kein T-Roc-Cabrio, sieht sowieso aus wie eine fahrende Badewanne, das ist hier schon viel schöner. Dann haben wir hier
noch mal eine Jalousie, die man auf- und zufahren kann. Ich mache es jetzt nicht ganz. Aber was schön ist, wenn ihr jetzt mal da vorne zu mir schaut, seht ihr auch, wir haben hier ja so berührungsempfindliche Lichter. Müssten da jetzt aus oder angehen. Also, so funktioniert das aus, an. Und wenn man dann drauf drückt, kann man sie runter dimmen. Und wenn man drauf bleibt, wieder hoch, ist eine Leseleuchte. Schon ganz cool. Ja. Und so viel war es jetzt zum Innenraum. Was wir jetzt machen, das schauen wir mal, ob die Michaela schon Feierabend gemacht hat oder ob sie uns noch ein paar Sachen verraten kann. So, jetzt sind wir im Profil. Da ist sie, die Michaela. Schon zweimal habe ich sie angekündigt. Und erste Frage, Michaela. Du heißt Michaela Benz. Wie ist dein zweiter Name? Ich muss es zugeben, mein zweiter Name ist Mercedes. Das heißt, ich heiße tatsächlich Michaela Mercedes Benz. Und die haben dich hier trotzdem eingestellt, ja? Ja, es war ein interessantes Vorstellungsgespräch, kann ich sagen. Aber am Ende haben sie mich genommen, ja. Und man wird viel gemobbt dann hier in Ingolstadt? Nein, gemobbt werde ich natürlich nicht. Okay. Aber es gibt Sprüche. Und du hast keine Angst, nach Stuttgart ziehen zu müssen? Überhaupt nicht. Okay. Du bist Produktmarketingfrau und kannst wahrscheinlich alles zu diesem Auto erzählen, weil ihr ja alles wissen müsst. Ich konnte dich leider nicht mit reinnehmen wegen diesem Virus, das uns alle nervt und beschäftigt. Was gibt es zum Innenraum zu erzählen? Ich weiß, du hast zugehört, was ich vielleicht noch nicht gesagt habe. Die Linien, S-Line und diese ganzen Dinge, Farbe, Polster, Leder, Tierhäute, wie manche sagen. Was kann man da machen? Ja, du hast ja natürlich schon viel erzählt und ich kann dazu sagen, also wir haben zwei verschiedene Lines wieder im Interieur. Das ist einmal das S-Line Interieurpaket und die Design Selection. Die unterscheiden sich so ein bisschen. Beim S-Line haben wir natürlich wieder das S-Badge im Interieur. Wir haben schönes perforiertes Lenkrad, einen perforierten Schaltknauf. Mhm. Also das ist alles wieder da und natürlich auch S-Sportsitze. Und es ist natürlich auch schön, dass wir jetzt wieder ein paar Brauntöne im Interieur haben. Die sind vor allem in der Design Selection erhältlich. Da kriegen wir dann auch eine schöne farbige Biese dazu. Also ganz viele Varianten, die man haben möchte. Was ist eine Biese? Eine Biese ist quasi am Sitz, ist das so ein Stoffteil oder auch ein Lederteil, je nachdem. Okay. Das ist wie so dran genäht. Das ist, ja. Hier drin ist, jetzt sag's nochmal, ich hab's vergessen, Birke. Die Dekoranlage. Birke Feinlein. Ja. Was haben wir noch für Dekore da drin? Wir haben zum Beispiel im S-Modell den Carboneinleger. Mhm. Wir haben aber auch neue Hölzer, wir haben Nussbaum, wir haben aber auch ein schönes Klavierlack oder auch das Alu gebürstet. Das ist natürlich allgemein zeitlos. Okay. Gibt es sonst noch was, was du zum Innenraum sagen willst? Ambiente Beleuchtung, wie viele Farben gibt es, sowas irgendwie? Einfällt? Ja, wir haben immer noch die Ambientebeleuchtung, die gab es auch schon vorher, die haben wir natürlich beibehalten und ich denke, das wird aber auch einige Zuhörer freuen. Wir haben sehr viele Ledervarianten rausgeworfen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einige Kunstledervarianten, auch mit Kunstleder und auch mit Mikrofaservelour. Das heißt, hier haben wir einen tierfreien Interieur. Schön. Letzte Frage, vermisst du den iDrive-Schalter? Nein. Ich muss sagen, Touchscreen ist die Zukunft. Man kennt das vom iPhone, man kennt das, wenn man das Pad bedient. Und ich finde es das super, dass das jetzt auch im Auto Einzug gehalten hat. Okay. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Frau Benz. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Alles klar. Ja, das geht ja jetzt hier Schlag auf Schlag. Wir haben hier den Steffen, Projektleiter Baureihe Q5. Habe ich das richtig gesagt? Jawohl, Jan. Danke. Ja, cool. Also ich habe hier einen Ingenieur stehen, glaube ich. Einfach mal für mich ist es ein Ingenieur. Der wird euch alles erzählen über die Motoren. Unterbrich mich, wenn ich es falsch sage. Mildhybridisierung, Plug-in-Hybride, übers S-Modell, übers RS-Modell, über das Fahrwerk. Fangen wir einfach mal an. Genau. Hier steht er jetzt. Ich habe die Haube aufgemacht und ich würde die jetzt nochmal aufmachen, weil das gibt dem Ganzen so einen technischeren Charakter. Normalerweise muss ich ja immer mir die Motordaten reinprügeln. Jetzt habe ich dich dafür dabei. Wie praktisch, ne? Genau. Ja, wie ist es? Wir haben hier den MLB erstmal, modularen Längsbaukasten. Da steht das Auto drauf, wie der Vorgänger. Und was haben wir jetzt hier für Motoren? Genau, hier in dem wunderschönen Q5 ist jetzt der 2-Liter Diesel mit 150 kW verbaut. Mhm. Der von innerhalb 7,7 Sekunden von 0 auf 100 sprintet und mit 222 km/h Spitze eben schafft. Weiter werten wir im TDI-Bereich den 3-Liter Diesel mit 210 Kilowatt anbieten, genauso den 100 und 120 kW als Frontaggregat. Alle anderen Aggregate stehen auf Quattro-Basis da. Okay. Die R4-Aggregate, also die Ottos, jeweils die Ottos und die Dieselaggregate sind jeweils
hybridisiert, also aufstehen auf einem 12 Volt MHEV-System. Der V6 hat das 48 Volt Bordnetz zur Rekuperation am Fahrzeug. Bedeutet, dass beim Start-Stopp ab 22 km/h der Motor schon zum Segeln beginnt und eben in den Ruhestand verfährt, gerade zum Ampellauf hin. Weiter geht's mit den Otto-Aggregaten. Dort haben wir den 195 kW als Vierzylinder-Diesel mit an Bord. Das sind 265 PS. Das ist eine Menge für einen Vierzylinder, 2 Liter. Und der steht ebenfalls auf dem 12-Volt-Bordnetz mit drauf. Bei dem 48- und 12-Volt-Bordnetz ist hinten im Kofferraum eben die Lithium-Ionen-Batterie als Pufferspeicher mit drin und im vorderen Bereich im Motorraum der Riemenstartergenerator, der das ganze System wieder anspringen lässt. Okay, als Beginn werden wir mal hier mit der 204 PS-Variante. Genau. Das heißt, wir haben wie viel Benziner? Wir haben erstmal ein Benziner im Angebot mit 195 kW, bringen später dann den 150 kW Basisbenziner nach und als Diesel... Also zwei Benziner. Zwei Benziner. Okay. Und als Diesel den 100 kW, 120 kW als Front. Ja. Und sowohl als den 150 als Quattro-Antrieb bei den Vierzylindern und als Sechszylinder den 210 kW. Okay. Zusätzlich dazu kommt dann mit 251 kW das S-Modell. Okay, jetzt haben wir ja ganz schön viele Motoren. Und ich weiß, ich bin hier in Ingolstadt, muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ihr habt ja so ein bisschen eine dunklere Vergangenheit, was die Diesel angeht. Ich war beim neuen Golf, da haben wir ein bisschen draus gelernt. Da gibt es nämlich so einen doppelten SCR-Cut. Und jetzt haben viele gesagt, so, ey, die Luft, die da reingezogen wird, ist... schmutziger als die, die rauskommt. Ich glaube, ihr weißt, was ich meine. Das dürft ihr jetzt natürlich nicht so sagen, ich weiß. Aber erklär mal. Also wir haben bei den Dieseln einen doppelten Cut drin, ne? Genau. Also in den Fahrzeugen mit Diesel, dass wir die neue EU6-Norm erfüllen, ist es eben so, dass wir relativ motornah eben diesen SCR-Cut mit drin haben, der schon früher mit an Bord war. Dort die Handstofflösung AdBlue eingespritzt wird. Wesentlich weiter hinten im Abgasstrang beim Fahrzeug wird dann eben der zweite SCR-Cut mit AdBlue versorgt, um eben insbesondere bei Autobahnfahrten, bei schnellen Lastwechseln etc. dieses Temperaturfenster ausnutzen zu können, damit diese Abgasnachbehandlung wesentlich effizienter eben gestaltet wird, was eben verbirgt, dass wir ungefähr 80% der Stickoxide aus dieser Abgasnachbehandlung rausfiltern können. Okay. Okay, Diesel, ich finde für so ein Auto Diesel perfekt. Auto ist relativ schwer, wiegt etwa 1,7 Tonnen. Richtig. Ist halt ein SUV, das finden Diesel immer gut mit dem Drehmoment von unten raus, er braucht nicht viel. Deswegen bin ich eigentlich großer Diesel-Fan. Jetzt gibt es aber auch Benziner, die Leute haben ein bisschen Angst davor, Diesel zu kaufen. Völlig zu Unrecht aus meiner Sicht. Und bei den Benzinern haben wahrscheinlich ein Otto-Partikelfilter drin, schätzungsweise. Richtig. Wie gesagt, unterbrich mich, wenn ich Quatsch erzähle. Und dann gibt es aber zwei Systeme, ne? Eine Mild-Hybridisierung, die gibt es mit 12 und 48 Volt und es gibt zwei Plug-in-Hybride. Und jetzt kannst du alles dazu genau erzählen. Genau, ebenfalls wie beim Vorgänger wird es genauso hier ein Plug-in-Hybrid bei der PA geben mit zwei Leistungsstufen, einen TFSI-E mit 50, mit 220 kW, genauso einen mit 270 kW. Beide Aggregate bzw. beide Plug-in-Hybride werden die Fördermöglichkeiten der Bundesregierung erfüllen und werden so im Reichweitensektor von über 50 Kilometer landen. Sind also voll förderfähig. Sind voll förderfähig. Es wird zwei Stück geben und dann gilt es eigentlich nur zu hoffen, dass er die dann auf die Straße bekommt, ne? Also mit den Lieferzeiten. So, ich glaube, zum Motoren haben wir jetzt echt eine Menge erzählt, ne? Wenn es euch interessiert, in der Beschreibung unten seht ihr auch die PS-Zahlen, wenn ihr mit PS mehr anfangen könnt. Jetzt haben wir ja natürlich nicht nur ein Auto, was geradeaus funktionieren soll, sondern auch was an der Kurve funktionieren soll. Mhm. Und da habt ihr ja den Quattro, mit dem ihr meine Skipiste hochgefahren seid oder nicht, weiß man nicht so genau, aber der soll gut sein auf jeden Fall. Es gibt Stahlfahrwerk, Luftfahrwerk, Quattro Allantrieb in zwei Formen, aber vielleicht erklärst du das, du kannst das doch besser. Genau, also wir haben bei den R4-Aggregaten, beim Diesel und beim Otto eben ganz normal das Quattro Ultra mit an Bord. Das kennen wir eben schon vom Vorgänger. Dort wird die Kardanwelle von hinten ausgekoppelt, dass das Schleppmoment im hinteren Bereich eben nicht mehr mitwirkt und somit wir eine Effizienzsteigerung bekommen,
wir sparen so circa je nach Fahrweise und je nach Fahrprofil 0,3 Liter pro 100 Kilometer, okay. Quattro Ultra. Bei den V6-Aggregaten, also insbesondere beim Diesel in Europa, haben wir die ganz normale permanenten Allrad mit Thorsten-Mitten-Differential an Bord. Mhm. Also eine Unterbrechung eben, dass wir die Kraft flexibel von vorne genau. Nach hinten verteilen können. Und du hast die Fahrwerke angesprochen bei uns im Q5. Der Q5 steht jetzt auf wunderschönen 21-Zoll-Felgen. Hat die Luftfeder mit dabei, das ist optional, die okay. Adaptive Air Suspension, die wir schon kennen. Damit lässt sich die Trimlage des Fahrzeugs eben nach oben und nach unten verstellen. Mhm. Ist aerodynamisch, gerade bei hohen Geschwindigkeiten, sehr von Vorteil. Standardmäßig steht der Q5 auf dem Stahlfahrwerk. Mhm. Optional gibt es dann eben noch ein Sportfahrwerk mit der gleichen Trimlage, mhm. dazu auch noch ein geregeltes Fahrwerk auf Stahlfederbasis, über das dann im MMI, über den Drive Select Schalter eben die Härte eingestellt werden kann zwischen dynamisch, Sport, komfortabel, Automatik. Ja, und du sag mal, jetzt haben wir eigentlich alles besprochen, eine Sache noch, wie ist es mit den Getrieben? Also, beim Q5 ist es jetzt eben so, dass die Vierzylinder-Aggregate das S-Tronic Doppelkupplungsgetriebe bekommen. Okay, die haben auch den Quattro Ultra an Bord, wie vorhin gehört. Die Sechszylinder-Aggregate bekommen die 8-Gang-Wandlerautomatik mit permanentem Allradantrieb. Handschaltgetriebe wird es nicht mehr geben. Oh, okay. Ja, haben wir es doch geschafft, oder? Haben wir ja eine ganze Menge erklärt. Ich mache jetzt hier mal die Haube zu. Ui, das war laut. Bedanke mich bei dir, Steffen. Danke. Toll erklärt. Besser hätte ich das niemals gekonnt. Dankeschön. Ja, das war's jetzt von uns hier aus Ingolstadt. Meine Einleitung, dass ein Freund von mir dieses Auto kaufen wollte als alten, dass er jetzt den modernen vielleicht eher kaufen soll, dazu stehe ich, weil dieses Auto ist optisch ansprechender, ist moderner im Innenraum, hat den neuen MIB, hat Schweine, viele Motoren, ähnlich wie beim neuen Golf, haben wir hier Mildhybride, Plug-in-Hybride, Benziner, Diesel, es ist alles sauber da drin und ja, dann geht's eigentlich nur noch um ein Preis und um die Frage, ob Audi die Plug-in-Hybride dann auf die Straße bekommt, voll förderfähig sind sie. Der Preis beginnt bei 48.700 Euro und sobald es die anderen Motorisierungen gibt, wie das S-Modell dann zum Beispiel, wie den Quattro und was auch immer, ja, werdet ihr das bei uns dann sehen, hören, lesen. Gelandet seid ihr übrigens bei www.demautotester.de, eurem Autotester des Vertrauens, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, abonniert das alles, schaut gern vorbei. Ich bin übrigens der Jan und bis bald. It's not a game, it's a rage thing.